Netzwerkkonferenz, weil letztendlich die gesamte Bildungslandschaft hier durch Akteure in einer Form wiedergespiegelt ist und diese Akteure sich vernetzen sollen. Alle, die in Bildungsfragen etwas zu tun haben, zu sagen haben, Verantwortung haben in dieser Stadt auf unterschiedliche Art und Weise, dass die miteinander ins Gespräch kommen und durchaus eben auch über andere bis jetzt bestehende vielleicht Arbeitskreise und Netzwerke auch nochmal ganz neue Gesprächspartner finden, um für die Probleme, die in der Stadt stehen, eben Lösungen zu finden. Wir haben insgesamt mit 49 Einrichtungen in Erfurt, also auch mit einzelnen Ämtern der Kommunalverwaltung gesprochen. Und 35 davon haben sich bereit erklärt, als Mitglieder im Netzwerk mitzuarbeiten. Und die heute anwesenden Vertreter und Vertreterinnen dieser Einrichtung unterschreiben dieses Gründungsdokument und bestätigen damit, also es gibt jetzt dieses Netzwerk und wir wollen in diesem Netzwerk zusammenarbeiten. Es ist immer so ein Höhepunkt, weil man sich in einem großen Gremium findet und es hat Impuls gegeben und Anregung gegeben und Motivation, jetzt dann wieder die eigentliche, die sachliche, fachliche Arbeit dann weiterzumachen und zusammen zu sehen, wo wir das ein oder andere Problem in der Bildungslandschaft Erfurts bearbeiten können. Ausrichtungsort ist, soviel ich weiß, immer die Universität Erfurt auch. Und hier präsentieren sich die Hochschulen, die Stiftungen, freie Träger, Schulen selbst, Vereine, also alle, die im weitesten Sinne mit Bildung zu tun haben. Und es ist natürlich wie eine Bildungsmesse auch. Hier sind ja ganz viele Stände vertreten, so wie wir uns selber als Lernen vor Ort hier auch präsentieren. Und nebenbei ist es natürlich eine Fachtagung mit Fachvorträgen und Workshops. Ein Anliegen ist es für Erfurter Schulen, MINT-Angebote, also mathematisch-naturwissenschaftlich-technische Bildung, so frühzeitig wie möglich zu implementieren, entlang der Bildungskette Lücken zu schließen in den Angeboten. Und durch eine Kooperation mit der Deutschen Telekom Stiftung ist es gelungen, dass alle Grundschulen Erfurts nun ausgestattet werden mit Experimentierkisten. Das heißt, die heißen Klassenkisten und sind ein umfangreiches didaktisches Material mit allem, was der Lehrer braucht und was ihm die Arbeit abnimmt in diesem umfangreichen Feld des Experimentierens, um gemäß dem Thüringer Bildungsplan Kinder da abzuholen, was sie am meisten interessiert, nämlich mitmachen und Phänomene der Naturwissenschaft zu erkennen.